Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zum Let's Play von Civ 5. Eine brandneue Welt, so wie wir sie sehen, und zwar aus der Sicht der Amis. Ich bin der Self und ich zocke einfach ohne Kommentar und Umschweif gerade dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe. Und gehe gerade in die nächste Runde, weil ich hoffe, ich habe alles gut erledigt in der letzten Runde und werde einfach mal sagen, der Reyos, deine Zeit ist gleich abgelaufen. Ich kann nämlich nicht über deine Beleidigung hinweg sehen. Und ich habe dich doch denunziert, oder? Denunziert Amerika, Deutschland. Denunziert von Amerika und Japan. Sehr gut. Ich habe doch gedacht, irgendetwas ist gut. Persischer Coup in Lübeck. Nein, du Sieg. Hast du mir gerade noch einen Staat weggenommen vor dem Sitz, vor dem Vereinten Nationen Weltkongress. Mist. Aber ich habe es ja auch fast gemacht. Und wir haben, wow, knapp, aber hure knapp gewonnen. Leckst du mir. Aber es ist geil. 100% Tourismus, eine freie Sozialpolitik, und plus 3 Zufriedenheit und was auch immer, Parade der Nationen, nochmal plus 3 Zufriedenheit, ich bin der Glücklichste und der Beste und ja, das heisst, wir können gleich in Krieg, Paddington, Nahrung, jawohl, komm, mach, hopp. Oh, eigentlich hätte ich Hamburg sollen und Produktion, aber ich warte ja da noch auf meine Bombers und vor allem auf meine Atombombers. Haha, und die kommen, das verspreche ich. Die kommen viel früher, als das du denkst. Spezialisten sind innerhalb der 50% länger, Kampfstärke von Städten und umherhöht. Fremdlegion Infanterie. Oh, die könnte ich natürlich auch gut brauchen jetzt. Soll ich Freiwillige? Gut, wir haben aber keine freiwillige Armee. Vom Militär geschenkt an Stadtstaat. Ein Arsenal der Demokratie. Okay, was haben wir denn da noch? Da haben wir nichts Gescheites. Ich muss etwas da haben. Kampfstätten von Städten? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Oh, Wahrzeichen und Modernisierungen. Ja, aber da habe ich nicht allzu viel. Also entweder mache ich das Arsenal der Demokratie. Oder Freiwilligenarmee. Aber ich bin für das Arsenal der Demokratie. Und das nächste schauen wir dann. Was haben wir denn da? Kauf mit Glauben möglich. Ja, das haben wir gesehen, dass wir gewonnen haben. Jetzt befreundet mit La Venta. Und was ist denn mit Almaty passiert? Jetzt befreundet mit Almaty. Okay. Wie viel haben wir denn noch? Immer noch zu viel. Seich. Und was ist mit La Venta gewesen? Die sind auch noch zu hoch oben. Okay, persischer Coup in Lübeck. Das ist eben das Eich. Abgeordnete einsetzen. Erlassen, Weltherrscher. Ich muss hoffen, dass einer von denen auf mich zählt. Aber ich gehe mal davon aus, das wird nicht der Fall sein. Abgeordnete einsetzen, ja. Und dann wählen wir gerade noch schnell eine Produktion in Little Wettingen. Können wir jetzt nämlich die Atombombe machen. Sehr gut. Und dann haben wir noch viel mehr, die wir machen können. New Brock kann sicher auch eine machen. Jawohl, gut. Und Frankfurt macht mir. Du könntest etwas Kulturelles machen. Zum Beispiel ein Museum und dann das Forschungslabor. Das ist gut. Haben wir eigentlich genügend Geld? Ja, wir haben genügend Geld. Wo sind wir da? In Berlin. In Berlin geht es 6 Runden, bis ich einen Bomber habe. Das ist okay. Und Kysil. Mach mir etwas Anständiges, wie zum Beispiel ein Tempel und eine Kaserne. Und dann kannst du meinetwegen ein Hotel machen. Aber weißt du was? Machen wir nicht. Du könntest nachher ein Forschungslabor machen. Dann sind wir nämlich schon bald am Ende von dem Game. So, Paddington wächst wieder. Wir sind schon auf 34. Persien ist verbunden von Panama Stadt. Hey, jetzt gehst aber Gas, Monsieur. Wie viel Stutz hast denn du? Zeig mal. Du hast, ich sehe es nicht, 3900 Stutz. Das ist ja fast so viel, wie ich kann.
Hey, Mailand und Panama-Stadt, ihr müsstet euch eigentlich nicht gegenseitig bekriegen. Ihr müsstet da Pasargade oder Persepolis angreifen. Bautrupp, dich schicken wir hier hin. Weil dich brauche ich dann. Früher oder später. Die Karawane, was hast du gemacht? Du bist sicher vorhin auf Paddington gegangen, machst das wieder. Warte schnell, wir gehen wir der Reihe noch. Machen wir zuerst das hier. Lite-Einheit gegen. Was haben wir da? Gepanzerte Marine Land Stadt. Stadt und Land. Das finde ich gut. Und du gehst mir hier auch auf den Flugzeugträger. Wie viel kannst du eigentlich? 3. Also noch ein Flugzeug kannst du tragen. Gut, dann machen wir doch gerade nochmal. Ein Bomber. Nein, warte schnell, ich könnte noch so Jäger brauchen. Machen wir zuerst mal den Jäger. Den könnte ich mir eigentlich gerade zweimal machen. Wie lange geht es denn da noch? 4 Runden? Da mache ich eine Atombombe. Kysil, du müsstest wahrscheinlich ein Schiff bauen, bevor du das Forschungslabor machst. Dann kommt das nämlich gut. Du bleibst und wartest, wie du auch, und du auch, und du auch. Dann machen wir einen Vorschlag. Und zwar schlage ich vor, dass wir den Daseiros abschiessen. Ah, das geht nicht. Schade. Also, dann tun wir das aufheben. Wir sind ja schliesslich für kein Weltherrscher gewählt. Erforderliche Anzahl 33. Weiter vor schon 2 stattdessen zusätzliche Abgeordnete. 16 für Amerika, 16 für Persien. Jawohl, das haben wir doch gewusst. Nicht mehr befreundet mit Laventa. Panama. Ermeti. Nicht mehr befreundet mit Ermeti. So, das geht aber schnell. Laventa. So, kann ich eigentlich? Nein, das wird mir nicht länger. Ich habe nur knapp 1000. Wo brauche ich dich? Brauche ich dich überhaupt noch? Ich schicke dich auch in die Wüste raus. In die Ami-Wüste. Das ist lustig. Der Ami-Fluss und die Ami-Wüste, die hat es mir gehalten. Und da meine heldenhaften Pikis und Minis auch. Warte, wieso bist du nicht in die nächste Runde gegangen? Aber das, was ich da gemacht habe, das hat es mir irgendwie nicht gehalten. Wahrscheinlich, weil das Feld nicht in meinem Sichtbereich war. Irgendwie habe ich nur eine einzige Artillerie hier. Das ist wenig. Aber macht nichts. Jetzt verbündet mit Lübeck. Bin ich das vorhin nicht auch schon gewesen? Bin doch das vorhin schon gewesen. Oder kehrt das immer irgendwie so ein bisschen? Ist das eins hin und her dort? Okay, du kannst dort bleiben. Da müsste ich eigentlich einmal das abbauen. Aber ich könnte auch hier einen Handelsposten machen. Einfach, dass ich wieder mal einen gemacht habe. Habe ja schon lange keine mehr gemacht. Mit euch bleibe ich dort. Alles. Das ist völlig okay, so wie es ist. Was ist gewachsen? Paddington natürlich. Weil es gibt mir hier eins voll auf Produktion. Wollt ihr das? Oder wenn wir nicht lieber einmal ein bisschen auf hier Produktion machen? Und dann könnt ihr auch den Musiker wegnehmen und auch auf Produktion machen. Und weißt du was? Ich nehme den Schriftsteller auch noch gerade weg und mache hier auch noch auf Produktion. Dann geht es nämlich noch 2 Runden bis zum Jäger. That's nice. Ist nur Paddington gewachsen? Jawohl. Lübeck. Sehr gut. Nächste Runde. Ich könnte natürlich auch von oben runter, aber ich weiss, ich muss nur Persepolis einnehmen. Und dann habe ich das Spiel gewonnen. Also, weil es geht ja bei Ziff 5 nur noch darum, dass man die Hauptstadt muss vernichten oder einnehmen. Und darum werde ich da jetzt eine grosse Offensive starten. Innerhalb von den nächsten, ich würde mal sagen, schätze 30 Jahre.
Also, wenn wir 1980 haben, ist Persepolis gefallen. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das auch so wird eintreten. Was habe ich gesagt? 19... Komm, ich kann mir das nicht merken. Sagen wir 1988. He? 1988 ist Persepolis Vergangenheit. Ah, Köln ist gewachsen. Dann geh doch schauen, was gibst du mir. Du gibst mir da sowieso irgendwie viel zu viel, wo ich... Da habe ich noch gar nichts eingestellt. Das ist aber nicht schön. Und... Da machen wir das bitte so. Mal weißt du, was du machen kannst, weil da haben wir da die öffentliche Schule gleich. Okay, was gibt es noch zu produzieren? In Tokio habe ich es auch noch nicht gemacht, aber da lassen wir es jetzt, weil ich gebe es langsam aber sicher auf. Du brauchst ein Arbeitsboot. Für was denn? Ah, da. Okay, mach das. Köln ist gewachsen und das ist Manila sucht Wissenschafts. Apollo-Programm hat jemand fertig gemacht. Also öpper. Es gibt ja eigentlich nur noch zwei. Indo und The Master of Disaster, The Self. Was, persischer Kupp in Wittenberg? Hey, jetzt willst du mich aber verarschen, hä? Jetzt willst du mich aber langsam aber sicher verarschen. Da müssen wir langsam aber sicher Gegensteuer geben. Wie viel Geld hast du noch? Immer noch! Hey, du hast einfach zu viel Geld. Mailand ist mit Panama-Stadt immer wieder im Krieg. Oh, Goldschenkungen sind zeitweilig effektiver, noch 10 Runden lang. That's good. Wir lachen am meisten, klar, wir haben auch die besten Komiker am Start. Und endlich haben wir die Raketentechnik erforscht. Yeah, that's nice. Okay, das Arbeitsboot geht hier hin und tut dort fischen. Mit dir warte ich mal noch schnell. Du kannst bleiben, ja, weil genau, von feindlicher Flugzeuge, Luftsäuberung, feindliche Flugzeuge und Luftsäuberung, Marine, gepanzert, Einsatzreichweite. Nein, wir machen abfangen 2. Sehr gut. Dann gehst du auch auf das Schiff. Dann ist das Schiff nämlich voll. Warte, ich will jetzt nicht den Bomber, ich will den Flugzeugträger. Du kannst mal hier runterkommen. Und da haben wir ja noch 2 Flugzeugträger, 2 Atombomben plus, ja, da kommt gut, da kommt auch schon der nächste Bomber. Nice. Du kannst bleiben, haben wir gesagt. Und wir wählen eine Produktion in Tokio. Da können wir sicher noch ganz viel machen. Ja, das Amphitheater kauft er. Fabrik kauft er. Oh, muss zuerst mal schauen. Ah, Molly hat genug Geld. Okay, den Kornspeicher kannst du auch geschenkt haben, den schenkt er auch. Dann baust du mir nämlich als nächstes ein Aquädukt und dann die öffentliche Schule. Das Apollo-Programm verzichte ich mal momentan drauf. Und dann schaue ich mal, ob es da irgendetwas Kriegerisches gibt. Medienkultur mit einem Funkturm. Oh, da bin ich aber noch schlecht. Runde bei Stadtstaat, mit denen ihr einen Handelsweg habt. Aha, okay. Ei, okay, wollte ich alles nicht. Gibt es mir denn da nichts mehr mit Krieg? Muss ich jetzt echt noch da auf die Ehe gehen? Gegen Barbaren, ja, das bringt mir aber eigentlich nichts. Komm, wir wählen da gleich etwas aus dem raus. Plus 1 Kultur durch jedes grosse Werk. Dann gibt es nämlich noch ein bisschen mehr Kultur. Und das ist auch schön. Allgemein ist... kreativer Ausdruck ist das gewesen, oder? Kreativer Ausdruck, jawohl. So, einen Forscher können wir auch noch gerade wählen. Sehr gut. Firewall wollte ich nicht. Kampfhubschrauber brauche ich auch noch nicht. Ich will dort XCOM. Wir gehen richtig Nanotechnologie und lassen alles andere sein. Kampfpanzer wäre zwar auch geil, aber braucht es nicht. Wir müssen uns da langsam aber sicher wieder wehren gegen die persische Übermacht. Also, da kaufen wir uns mal ein. Dann kaufen wir uns da auch mal ein. 15. Das reicht. Dann kaufst du das zwar nachher gerade wieder zurück, aber das ist mir gleich. Und wie sieht es bei Wittenberg aus? Da sind wir bei 28.
Da kaufen wir uns nur mal so halbe ein, weil wir wollen erst in 6 Runden voll zuschlagen. Und die da, die können wir eigentlich langsam aber sicher vergessen. Da sind wir gut drin, wir gehen in die nächste Runde. Wo sind meine Atombomben? Kommen die endlich? In 2 Runden? Ja, okay. Und dann haben wir hier nochmal einen Bomber, aber ich habe keinen Flugzeugträger. Ja, mal da kommt einer. In Arhai kommt einer. Sehr gut. Weil in Sofia manipuliert. Ja, die müssten wir in dem Fall vielleicht mal jemand anders schicken. Zum Beispiel auf Panama Stadt. Aber Panama Stadt ist ja wieder meine. Dann müssten wir dich wieder auf Wittenberg schicken. Ihr benötigt 3 Einfluss. Also schicken wir dich dann auf Wittenberg. Oder wie gut sind wir in Sofia bestückt? Ich hoffe sehr gut. Das muss ich so schnell schauen. Verbündete 207. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was er hat. Lassen wir doch das einfach so sein in dem Fall. Flugzeugträger, du kommst da bitte ein bisschen näher. Und jetzt schauen wir mal, ob das langt. Nein, es langt nicht. Das heißt, ich muss in dem Fall noch ein bisschen näher. Gut zu wissen, weil jetzt du kannst nämlich. Ich glaube, da eine. Und ich habe doch da genau eine zusätzliche Lufteinheit. Und Sichtweite. Kampfbonus beim Verteidigen. Nein, mach doch Flugdeck 2. Und dann warten wir da schnell. Ja, mit dir komme ich aufräumen. Können die Schiff noch nicht. Die Schiff. Ich meine natürlich, meine Atombomben kommen noch nicht. Was ist Kysil gewachsen? Dann gib mir aber das bitte schön. Weil dann wachsest du nämlich noch mehr. Ist noch etwas gewachsen? Nein. Wahl in Lübeck manipuliert. Wahl in Sofia manipuliert. Wahl in Manila manipuliert. Sehr gut. Dann haben wir da aber nicht mehr so viel. Noch 3. Das ist gut. Wir sparen schnell ein bisschen Geld. Okay, Japan hat Deutschland denunziert. München baut eine Windmühle. Genau. Und Arhai baut ein U-Boot. Brauche ich zwar nicht, ich brauche eigentlich einmal so eine mobile Bodenluftrakete-Einheit, oder? Schießpulvereinheit, Bonus gegen Flugzeuge, Hubschrauber. Dann meine ich aber nicht das. Raketenartillerie, das habe ich gemeint. Die wette ich gern und wir gehen in die nächste Runde. Diese Vereinbarung nehmen wir an. Oh, ich habe gar nicht geschaut, du hast ja mega viel Stutz, sehe ich das richtig? 19! Und machst plus 6 pro Runde. Das ist ja einsame Spitze. Hey, tatsächlich Schütz gegen so eine Raketenartillerie. Okay. Ja, dass Mailand da die ganze Zeit am Kriegen ist mit Panama, das passt mir eigentlich nicht, weil wir sind eigentlich Verbündete. Ihr solltet Frieden schliessen miteinander. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht machen. Oh, eine freie Sozialpolitik. Plus 50% Kultur in der Stadt. Yeah. Sehr gut, und der grosse Ingenieur hat es auch noch gerade gegeben. So, jetzt muss ich schnell schauen, wie weit führen muss ich denn mit dir? Längt es denn da schon, dass ich kann Bomben schicken? Yeah! Okay, wir haben es. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Und wir sind es. Bomber da, und du kommst wahrscheinlich nicht bis dort runter, so wie ich das gesehen habe. Ah, doch, sehr gut. Du hast eine grosse Reichweite. That's nice. Dann bleibst du mal dort. Mit dem Schiff muss ich nicht runter, weil eigentlich habe ich keine Angst um meine, wie sagt man, um meine. Ah, ich komme sogar mit dem da rein. Geil, 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 geil. Der grosse Ingenieur, warte mit dir, warte ich noch schnell. Dich tue ich da auch noch schnell da drauf. Und was habe ich jetzt noch? 2 Runden bis der Jäger kommt und der kommt ja gar nicht mehr hinten noch. Kann ich denn irgendwelche Weltwunder hier noch bauen? Einfach schnell schauen. Das Apollo-Programm. Okay. Aber das Apollo-Programm kommt im Fall zu Paddington hin. Und das geht erst, wenn der Jäger hier gemacht ist. Klaro.
Okay, dann bleibst du dort. Du kannst hier rüber, weil wir wollen ja dort nachher all das Zeugs reparieren. Gibt es jetzt nicht noch? Hat es kein Flugi mehr? Nein, sonst habe ich ja hier dann noch ein anderes Schiff, das kommt. Dann kann ich ja hier mit dem Affi rübergehen. Gut, also Little Wettingen, du kannst einmal noch so eine Raketenartillerie bauen. Ich weiss zwar nicht, ob ich dich dann wirklich noch brauche, wenn ich die Atombombe losschicke. Aber ich mache das jetzt einfach einmal. Und New Brock, du könntest einmal etwas Anständiges bauen, wie ein Atomkraftwerk. Nein, mach mal den Seehafen, das ist auch okay. Dann können wir eine Politik einführen. Nice. Da haben wir doch noch etwas. Keinen Unterhalt. Jetzt machen wir freiwillige Armee. Weil die Leute, die können wir alle brauchen im Fall. Und zwar da einen. Ich schicken wir alle da über. Einen. Gut, schicken wir euch halt zuerst da noch ins Wasser. Wo bist du jetzt da noch? Fremde Legion. Ah, schau jetzt, die könnte ich upgraden. Zu was denn? Zu einer Infanterie für 80 Stutz. Ja, dann machen wir das noch schnell. Und weißt du was? Du bleibst dann fast schnell da stehen und du auch, weil die fremden Legionäre, die bringen wir ja so schnell. Hey, hallo? Okay. Fremde Legion, da, upgraden. Gut, dann gehen wir in die Produktion von neuen, von einem neuen Wasserkraftwerk, so wollte ich das sagen. Dich tun wir auch upgraden. Das ist mir egal. Anstehende Sitzung in 5 Runden. Grosse Persönlichkeit haben wir gesehen. Wir gehen in die nächste Runde. Oh, 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 oh. Was? Handel ist im Verliersreich. Weißt du was? Ich lehne das einfach mal ab. Ich brauche keine Zufriedenheit. Ich bin zufrieden. Wir sind das zufriedenste Volk auf dieser Welt. Ich meine, mit plus 45, da kann man jetzt also niemand etwas anhaben. Eine Einheit von Sofia geht es auch noch geschenkt. Und jetzt, ich habe es nämlich wieder mal versieft. Nachher, wenn ich es nicht wieder versiefe, gehen wir schauen, wie wir demografisch da stehen. Nämlich, 2.1.1.1.1.2.1.1. Wie viel hat denn er? Ui, er hat recht viel mehr. Okay, er hat vielleicht mehr, aber er kann nicht mehr. Und von dem her gesehen, ist das völlig okay. Blaise Pascal, du wartest. Mit dir gehen wir da und mit dir machen wir das, wie mit dir auch. Die fremden Legionäre, die sind nämlich gar nicht so gut. Die haben eine Stärke von 42, oder? Und das ist einfach nichts. Gibt es noch mehrere Einheiten, die ich hier kann? Ja, also. Dann komm hier rüber. Was haben wir denn noch für Einheiten? Eine Raketenartillerie. Sehr gut, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Flugzeugträger kommt auch noch. Sehr gut, du kannst hier hin. Du kannst den Jäger mitnehmen, aber viel mehr gibt es im Fall nicht zum Mitnehmen, wenn ich das richtig sehe. Das Schiff kommt da, du kommst da. Und dann müssen wir uns langsam aber sicher... Ah, warte schon, vielleicht längt es ja schon von da aus. Es wird länger. Okay. Dann muss ich schnell nachdenken. Ich muss schnell Produktionen noch fertig machen, bevor ich nachdenke. Komm, bau ein Museum. Nicht ein Militärstützpunkt. Ich will wirklich ein Museum für all die schönen Sachen können ausstellen, die wir dann da auch einnehmen. In Persien. Das Oberhaus von Sydney für Stadt Florenz gebaut. Und was? Eine Einheit von Sofia, aber Florenz. Da sind wir noch auf 109. Okay. Und Wissenschaft sind wir auch. Noch 8 Runden. Ja, lassen wir mal. Wie viel Stutz hast du? 5000. Watch me eigentlich. Ja, noch.
Ja, no. Ich muss da wirklich schnell schauen, wie mache ich denn das? Ich kann ja mit dem Panzer da hin. Und also nein, zuerst muss ich die Atombombe fallen lassen. Und zwar eine möchte ich auf Pasargadae und die andere möchte. Aber für das muss ich zuerst Luftaufklärer haben. Also muss ich zuerst mit den Jägern gehen, damit ich das Zeugs überhaupt sehe. Dann muss ich wahrscheinlich schon noch zwei, drei Fältchen näher. Einfach, dass ich mir sicher kann sein, dass es auch gut kommt. Laventa ist in Ehrfurcht von vor euch. Das haben wir gewusst. Das haben wir gewusst. Also schau, wir gehen jetzt mit dir noch eins führen. Dann warten wir. Und können wir jetzt da Luft, wie haben wir es abfangen? Nein, Stellungswechsel. Luftsäuberung. Kann ich jetzt, wenn ich hier reingehe, Luftsäuberung, geht das nicht? Alt S. Wieso geht das nicht? Was mache ich falsch? Muss ich rechte Muskeltaste drücken? Nein. Aufklärungsmodus, wo haben wir es denn? Ausruhen, nichts tun, abfangen. Stellungswechsel, Luftsäuberung. Zu säubern und den Weg für weitere Luftangriffe zu üben. Ah, ich muss zuerst im Krieg sein. Okay. Okay, ja, verstanden. Ja, ist gut. Dann machen wir doch noch schnell das mit der Luftzüge und Reichweite. Und Stellungswechsel da auf das Schiff. Jawohl. Dann haben wir doch da einen Ingenieur, der kann. Wieso? Ah, das geht nicht. Das muss ich bauen. Ja, dann gehst du halt auf New Brock zurück. Und dann bauen wir in New Brock halt einmal endlich die Ostindien. Ich wär zwar gern, mit, aber mach doch die. Mach die, ist gut. Komm, dann haben wir die endlich. Okay. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass ich jetzt schon in den Krieg treten will. Ich muss mir das also wirklich noch gut überlegen. Es sind auch mehrere Städte gewachsen. Beddington, Frankfurt. Das ist gut. Das nehmen wir das mal. Und es ist noch etwas gewachsen. Warte doch. Ah, Berlin. Okay. Ja, aber du kannst wachsen, Berlin. Gut. Dann haben wir das auch hinter uns. Und Laventa ist in Ehrfurcht vor euch. Da haben wir nicht mehr viel. Noch 178. Okay, er hat dort wieder dazugekauft. Oder täuscht das? Täuscht das, täuscht das, täuscht das. So, also, was machen wir? Ich bin eben dafür. Also, da haben wir Atombomber drauf, oder? Zeig mal die Schiffe, die ich da drauf habe. Atombombe und B-17. Dann, was haben wir da drauf? Jäger und B-17. Also, zwei Atombomben haben wir. Lenkt das von der wie die. Nein, es reicht nicht. Ich muss mit meinem Schiffli noch etwas führen. Warte, warte. Ah, falscher Knopf, klar. Nein, was mache ich? Gib mir das Schiff. Ja, ich muss da noch etwas führen kommen. Und reicht es jetzt mit der Atombombe? Nein, es reicht immer noch nicht. Watch mich eigentlich. Dann komme ich halt noch mal eins führen. Ist im Fall schon gut. Ich kann das schon. Ich kann das schon. Ist kein Problem. Das Schlachtschiff geht mir auch mal da ein bisschen führen, erkunden. So, also, und dann mit dir komme ich gerade da drauf. Nein, also muss ich da auch mit dir noch eins führen. Mit dir noch eins führen. Also da einer komme ich. Okay. Schau folgendes. Weil wir gerade so schön drinnen sind und zeitlich das alles super gut drinnen liegt, würde ich doch sagen, schaust einfach in der nächsten Folge wieder rein. Ich fände das mega cool, weil ich glaube, wir sind an einem ganz spannenden und entscheidenden Punkt in dem Spiel. Ich danke dir jedenfalls, dass du jetzt dabei gewesen bist, dass alles andere oder alle anderen Folgen bis jetzt auch mitgeschaut hast, und wenn nicht, dann kannst du sie ja noch nachschauen. Ja, bist doch das nächste Mal auch dabei. In dem Sinn, ich bin mich selber. Cheers!